Ja, hallo, guten Tag. Neue Folge hier vom Koi-Blog. Wir wollten mal so ein bisschen erzählen, was der Ralf so in den letzten Jahren an dem Teich verändert hat und wie er den Teich verbessert hat und wie er zu mehr Zufriedenheit gekommen ist in Sachen Koi-Hälterung, Wachstum, Größe und so weiter. Er ist schon ein ziemlich verrückter Koi-Liebhaber, der auch in Japan nur am Suchen ist, nur am Frühstückstisch schon anfängt zu erzählen, wo fahren wir heute hin, wo bekomme ich welchen Fisch, ich brauche das, ich möchte das. Er macht sich da wirklich wahnsinnig verrückt mit seinen Fischen. Er ist auch ständig auf der Suche nach dem Optimum, nach dem Besten. Jetzt im Augenblick ist er, glaube ich, recht zufrieden. Muss auch sagen, sein Koi-Bestand hat so in etwa eine Größe, alles sehr, sehr junge Tiere, irgendwo zwischen Nisai und Yonsai angelegt. Durchschnittliche Größe so um die 70 cm, die größten 77 cm, irgendwie sowas. Und die kleinsten sind die Nisai mit kurz über 60. Teich macht jetzt einen sehr, sehr guten Eindruck. War nicht immer so. Es gab immer so ein paar Punkte, wo wir gesagt haben, da verbessern, da verbessern, da verbessern. Ob das jetzt ein strömungsfreies Rohr war, was man rausgenommen hat aus der Filterkette oder ein Wasserfall, der nicht den gesamten Tag gelaufen ist oder. Und da war halt immer die Suche nach anaeroben Zonen, nach Fäulnisecken, wo kommen auf einmal wieder Bakterien her, warum haben die Tiere wieder eine Kiemenverdickung, warum sind sie fressunlustig, auch warum gibt es verschiedene Fresszeiten, warum möchte der Fisch morgens und abends fressen und wenn die Sonne drauf liegt, ist er nicht so ganz so gerne am Futter. Das ist für mich auch ein Indiz. Ich finde immer, ein Teich ist dann im richtigen Gleichgewicht, wenn die Fische wirklich den ganzen Tag über gierig fressen und eben nicht solche merkwürdigen Futterzeiten haben und sich eben nicht so unbedingt an der direkten Sonne stören. Und Ralf wird jetzt mal erklären, was er in den letzten Jahren so verbessert hat und wie er jetzt praktisch zu dem doch recht optimalen Zustand gelangt ist, den sein Teich heute zeigt. Ja, hallo. Erstmal kurz von der Ausgangssituation. Wir haben hier angefangen mit einer EPDM-Folie im Teich, die in den Ecken übereinander gefaltet, übereinander geklappt und die Schichten aufeinander geklebt worden sind und einem im allerersten Zustand mit Dichtschlamm und Silolack ausgekleideten Filter, der relativ schnell auf GFK umgerüstet worden ist. Das GFK ist leider nicht ganz optimal verarbeitet worden, sodass ich nach kurzer Zeit dort so Mikroöffnungen hatte, also dass das Wasser quasi zwischen meinem Betonfilterrand und dem GFK hin und her wandern konnte. Das war in 2015, haben wir das geändert, haben auf PE umgebaut, weil ich halt wirklich zwischen der Betonwand und dem Filter Wassersäcke hängen hatte. Und war schön zu beobachten, wenn man mal den Filter abgelassen hat, gereinigt hat, wo man sehen konnte, wie das Wasser halt dann in solchen Momenten auch zurückdrückte. Und der Geruch, der dabei rauskam, hatte A, bisschen diesen Fäulnisgeruch und B, auch immer noch von diesen Harzen, Härtern, von diesem Epoxidharz, wo ich sagte, kann auch nicht wirklich gesund sein. Und genau was Harald beschrieben hatte vom Verhalten her, also bei eher kälteren Temperaturen im Frühjahr war alles okay, ab einer gewissen Temperatur, wo man eigentlich ja immer sagt, der Koi wird munter, wird agiler, kam halt eher das Gegenteil, wo er sich hier nicht wohlfühlte. Es waren genau die Dinge, die Harald ansprach, mit, dass sie tagsüber eigentlich gar nicht gefressen haben, dann haben sie mal wieder 2-3 Tage gut gefressen, danach aber ging sofort wieder bergab und immer wieder war das Bild auch, was mir auch von meiner Tierärztin gespiegelt worden ist, es sind keine Parasiten ursächlich, die Wasserwerte sind im Großen und Ganzen wirklich hier in Ordnung, also das, was mein Ausgangswasser hergibt und es liegt an Bakterien. So, und dann haben wir genau das gemacht, was man in so Fällen halt tut. Also man untersucht auf tote Rohrleitungen und so weiter und so fort. Wir haben den Filter saniert, mit PE ausgekleidet, alles verschweißt. Es sind alle Leitungen in eine Umwälzung genommen worden, die irgendwo vorhanden sind. Letztes Jahr sind wir dann auch hingegangen, als wir auf einmal entdeckt haben, dass diese Klebestellen von der EPDM-Folie sich über die Jahre halt gelöst hatten und man wirklich hinter diese Folie packen konnte. Interessant war wirklich, als wir das dann umgebaut haben, die Folie rausgenommen haben. Man konnte also
so richtig sehen, dass dort so ein Schmand hinter saß. So ein Gemisch aus ausgefallenem Kalk, abgestorbenen Bakterien und sowas. Hat noch nicht mal unbedingt extremst gestunken, aber es war mit Sicherheit nicht super gesund, gerade im Hinblick auf anaerobe Zonen, weil halt einfach dort auch das Problem ist, ja, man kriegt da keine Zirkulation, keinen Austausch hin. Das Wasser geht hin. Ja, selbst wenn man jetzt, was ich, mit einem Desinfektionsmittel oder sowas arbeitet, das kommt einfach gar nicht an diese Ecken entsprechend ran. So, und dann haben wir letztes Jahr auch hier nochmal die PE-Folie reingemacht. Und seit diesem Jahr muss ich wirklich sagen, die Fische stehen wirklich deutlich, deutlich besser. Ja, ich sagte es zwar, ihre Lieblingszeit im Fressen ist immer noch der Abend, aber ihr seht es jetzt hier am frühen Vormittag. Sie waren eben ein bisschen irritiert, als ich halt eben mit dem Kescher abgesammelt habe, als Sarah mit dem Unterwasseraufnahmen im Teich war, waren sie mal kurz desinteressiert, aber ihr seht, die Fische sind munter unterwegs, sie sind am Fressen, sie fressen auch eine gute Menge tagsüber, was ich früher nie hatte. Und vor allen Dingen dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen, es sind keine Auffälligkeiten wie Beläge etc. pp. Christine Schleicher gibt mir auch das Feedback von den Untersuchungen her, vom Bild, was die Kiemen geben. Und ich kann es nur jedem empfehlen, guckt mal bei euch drauf, wenn ihr Schwierigkeiten habt. Es sind nicht immer Parasiten, es muss auch nicht immer direkt eine ganz offensichtliche Drecksecke sein, aber achtet einfach mal so ein bisschen drauf, ob ihr tote Rohre habt, ob ihr irgendwo anaerobe Zonen haben könntet, wo hinter Steinen, das haben wir gestern am Teich vom Onkel meiner Frau auch gesagt, einfach Schmutz sich bilden kann, wo die Strömung nicht ranreicht. Achtet mal auf eure Folie, wie ihr die verarbeitet. Dieses Thema faltenfrei ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ja, und achtet einfach darauf, dass ihr eine gute, ausreichende Strömung habt, einen guten Durchsatz. Und eure Fische werden es euch wirklich danken. Ich kann es aus der Praxis sagen. Ist so. Ja, ich denke auch mal weg von diesen super professionellen Keuteichen, wie wir sie doch haben, hin vielleicht zu diesen semi-professionellen Teichen und zu dem, was so mancher Gartenlandschaftsgestalter abliefert. Lasst euch bitte nicht erzählen, es geht auch ohne Bodenablauf, lasst euch bitte nicht erzählen, mit einer Pumpe irgendwie im Teich oder mit einer Folie, die da irgendwie mit Falten reingelegt wird oder mit am Ende noch mit groben Kieseln oder mit einer Abdeckung von der Folie über irgendeine Kiesschüttung oder sowas. Lasst euch bitte dieses Zeug nicht aufschwatzen am Anfang von eurem Hobby. Achtet darauf, dass der Teich wirklich irgendwo eine gute Hygiene bieten kann, dass es keine strömungsfreien Zonen gibt, dass ihr überall gut mit der Umwälzung und so weiter vom Wasser hinkommt. Und ja, achtet auf Hygiene, auch wenn es vielleicht erstmal sich anhört wie, es ist nicht natürlich und so ein Karpfen ist doch im Schlamm zu Hause oder was euch vielleicht irgend so ein Angler von früher erzählt oder sowas. Es ist völliger Quatsch. Also die professionellen Jungs, die auf große Karpfen anlegen, die haben ihre Weitwurfrouten, die gehen in die Mitte von einem Gewässer, die gehen voll ins Fließgewässer rein, weil in der Mitte vom Gewässer steht der große Fisch, da wo eben das Freiwasser auch wirklich entsprechend strömt, wo der Keimdruck recht niedrig ist, wo er auch durchaus viel Futter findet an Krebstieren, Muscheltieren und so weiter. Nur der kranke Fisch geht in den Uferbereich. Nur der kranke Fisch sucht vielleicht die warme Uferzone, um seinen Körper aufzuheizen, um seinen Körper in eine Art künstliches Fieber zu versetzen. Die Karpfen, die man im Sommer bei Badeseen und so weiter oben zwischen den Seerosenblättern sieht, denen geht es bestimmt nicht super gut. Das ist kein gesunder Fisch, sondern das ist ein Fisch, der oben die warme Oberfläche sucht, um seinen Körper in ein künstliches Fieber zu versetzen und eben gegen eine bakterielle Infektion anzukommen. Aber der richtig große, der richtig gesunde Fisch, der sucht das Freiwasser, der sucht die Zonen, die einen relativ geringen Keimdruck aufweisen, wo das Immunsystem wenig zu tun hat, wo die Körperfunktionalität, wo der Metabolismus praktisch beschäftigt ist mit Fressen, mit Wachstum, mit Vitalität und eben nicht seine Energie in ein Immunsystem steckt, was sich gegen Erreger in größerem Ausmaße wehren muss. Ja, der Fisch wächst, der Fisch ist da, das ist der große Fisch, das ist der gesunde Fisch, das ist der Fisch, den wir haben wollen. Ja, und darüber sollten wir so ein bisschen unsere
ja, Denkweise, unsere Haltung der Tiere und so weiter eben auch anpassen und nicht sagen, ja, ich brauche da jetzt natürliche Pflanzen drin, ich brauche da jetzt eine Seerose, ich brauche da eine Schilfzone oder ich brauche eine Sonnenbank, wo sich die Fische drauflegen können oder sowas. Ein großer Wasserkörper, gut durchströmt, durchaus mit einer hohen Temperatur, aber die Temperatur, würde ich sagen, schafft die Temperatur über, ja, ist jetzt nicht gerade sehr, sehr grün gesprochen, über Heizung oder sowas, aber auch für das Thema Heizen gibt es halt auch Wärmepumpen. Das Ganze unterstützt mit Solarzellen oder mit Photothermie auf dem Dach. Damit kriegt man auch auf recht umweltverträgliche Art und Weise ein gutes Temperaturprofil in den Teich, ein gut durchströmter Teich, hohe Sauerstoffwerte und dann kriegt ihr auch die großen Fische und dann macht das Hobby auch richtig Spaß. Soweit für heute.